Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir unsere Mailbox-Begrüßung bzw. unsere Mailbox-Ansage bei O2 ändern oder auch löschen können. Ja, das Ganze funktioniert tatsächlich auch relativ einfach. Als allererstes gehen wir natürlich einmal aufs Telefon und rufen dann hier mit der 333 einmal die Mailbox an. Sobald wir uns dann also diese kurze Information vor der Mailbox angehört haben, klicken wir einmal auf den Ziffernblock. Ich würde sagen, wir beginnen damit, wie wir unsere Ansage ändern können. Dafür wählen wir nämlich folgende Nummer: 91, dann können wir jetzt eben schon unsere neue Begrüßung aufnehmen, und sobald wir damit fertig sind, drücken wir einmal auf Hashtag bzw. auf die Raute unten rechts in der Ecke. Das hört ihr aber selber, wenn ihr das eben auch selber bei eurem Handy macht. Und zu guter Letzt müssen wir das Ganze dann nur noch bestätigen, indem wir nochmal die 2 drücken. So einfach haben wir dann also schon unsere Ansage bei der Mailbox geändert. Wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das selber macht, dann hört euch das Ganze auf jeden Fall nochmal an mit den jeweiligen Informationen, die ihr dann dazu noch gesagt bekommt. Jetzt kommen wir aber natürlich auch noch dazu, wie wir unsere Ansage bzw. unsere Begrüßung bei der Mailbox wieder löschen können. Auch dafür gehen wir einmal auf den Ziffernblock, wählen dann 9. 113 und dann haben wir unsere Begrüßung auch schon wieder gelöscht. Sprich, wenn jetzt eben unsere Mailbox angeht, dann kommt da nicht mehr unsere persönliche Begrüßung, sondern dieser Standard-Ansagetext, den man ja nun mal so von der Mailbox kennt. Ja, zu guter Letzt können wir dann einfach einmal auflegen und dann haben wir schon unsere persönliche Begrüßung bei der O2 Mailbox geändert bzw. eben komplett gelöscht. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet, dann schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.